Ich hatte es befürchtet. Jetzt sind nämlich schon 30 Tage rum. Hallo. Diese leere Schatzkammer bricht mir das Herz. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir alle sterben. Und ich hatte eigentlich Pläne für meine Rente. Ach was. Der erste Punkt auf unserer Tagesordnung könnte Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation haben. Das Jahresbudget für die Stadtwache muss festgesetzt werden. Wie ihr euch vorstellen könnt, beschweren sich die Leute gerne über Verbrechen und die fehlende Sicherheit. Sie fordern mehr Wachen, als euer Bruder jemals gewillt war zu bezahlen. Ihr habt drei Möglichkeiten. Belasst das Budget, wie es ist. Immerhin haben sich die Leute mittlerweile an Mord, Diebstahl und Schmuggel gewöhnt. Jetzt sagt es doch nicht so. Erhöht das Budget und füllt die Straßen mit Soldaten, die für Ordnung sorgen. Eine kostspielige Lösung. Oder macht einen überlegten Schritt und reduziert das Budget. Was bringt ein geordnetes Genau, warum wegen so einer harmlosen Sache Änderungen vornehmen? Die Leute fühlen sich also nicht sicher. Ist das in Anbetracht der Umstände so schlimm? Weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber... um die restlichen Punkte der Tagesordnung kümmern, wenn ihr einmal sehen wollt? Entscheide über die Einrichtung des Schlosses, entscheide über den Status Auroras, trete eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen an. Das klingt toll. Wie ihr sehen könnt, habt ihr einen harten Tag vor euch, aber es wird sicher Spaß machen. Ich liebe es zu dekorieren und kann eure Wahl gar nicht abwarten. Die Innenanrichter erwarten euch im Thronsaal. Das ist schön, aber wir gehen ganz kurz zu gibt es noch irgendetwas Jasper zu tun? Und dann bin ich sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir nur fix was zu trinken geholt. Was zu trinken geholt und was zu trinken weggebracht. So. Benutzen. Ah ja. Wir können wieder rumschippern. Hier können wir immer noch nicht hin. Aber wir können hier hin. Denn ich habe auf meinem Notizzettel eine kleine Notiz stehen und diese Notiz auf meinem Notizzettel besagt Abendrothaus, Tür, Königin. Was so viel bedeutet wie hier steht jetzt ein Haus. Hallo, ihr Hops. Huch! Nein. Wieso steht hier jetzt ein Haus? Bin verwirrt. Ich wollte eigentlich nur hier die Tür aufmachen. Da steht jetzt ein Haus. Wieso steht da jetzt ein Haus? Da war doch das letzte Mal nur so eine Bruch... Also nur so ein Rest. Warum ist da jetzt ein Haus? Und warum leuchtet der Pavillon so? Ich bin verwirrt. Ach ja je. Nee, ich glaube, die hat gejubelt. Kann das sein? Ja, das so hat die gemacht. Oh Gott, aber den Rest weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Oh, den Rest weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Sowas? Ich weiß es nicht mehr. Der hat auf jeden Fall irgendwo hingezeigt. Das weiß ich. Der hat irgendwo hingezeigt.
Genau, aber was hat sie gemacht? Nee. 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 Jetzt ist da wirklich ein Haus? Ich bin. Hä? Also das gerade war nur eine Illusion? Habe ich das jetzt richtig gecheckt? Dadurch, dass ich die jetzt da im Illusionsland, ich nenne es jetzt Illusionsland, richtig gedreht habe, ist das Haus jetzt wirklich da? Abendrot. Ich bin abends zum Haus und da war dann die Illusion vom Haus. Da habe ich das. War das, ist das das? Kann das sein? Abendrothaus. Gedrückt halten. Okay. Finde ich jetzt hier sehr viel Geld? Oh Gott. Wenn ihr das lest, ist das Haus wieder da. Das hatte ich befürchtet. Deshalb habe ich, bevor ich es abbrannte, eine Notiz hinterlassen. Dann erkannte ich, dass mit dem Haus auch die Notiz verbrennen würde und schrieb eine weitere. Als ich sie platzieren wollte, fand ich jedoch die erste Notiz unversehrt vor und musste eine dritte, diese hier, schreiben, um alles zu erklären. Aber der Punkt ist, dass eine unsagbar böse Macht dieses Haus mit einem Fluch belegt hat. Es ist der reinste Albtraum. Was immer ihr tut, schlaft nicht in dem Bett. Ihr wurdet gewarnt. Jetzt bin ich aber neugierig. Aber zuerst machen wir draußen die Tür auf. Okay. Ja, ich werde dann wohl in dem Bett schlafen, weil ich komme nicht mehr raus. Scheiße. Ach, Menno. Oh nee. Oh nee. Oh nee, das ist so gruselig. Oh nee. Möchte nicht. Untersuche den Fluch. Hallo. Hallo, mögt ihr Spiele? Ich liebe Spiele. Wenn ihr auch gerne spielt, können wir ja vielleicht allerbeste Freunde werden. Lasst uns Schach spielen. Jessie, eure freundliche Truhe. PS, ich erledige auch gerne Menschen. Das macht unglaublich viel Spaß, oder? Tschüss, Jessie. Ich kann nicht Schach spielen. Oh. Weiß zieht. Bauer ausgewählt, okay. Jesse zieht seinen Bauern, okay. Läufer ausgewählt. Okay. Ich kann nicht Schach spielen. Es wird ganz toll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Es tut mir sehr, sehr leid. Keine Ahnung, was ich hier tue, meine Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben jemals Schach gespielt habe. Wer darf jetzt wie laufen und warum und überhaupt? Wer bist du? Turm. Okay. Und du bist König. Und du bist Dame. Und du? Die Figur kann nicht bewegt werden. Turm. Okay, dann geht mein Huhn jetzt 1-2 vor.
Oh oh. Der Hopp hat meinen Huhn kaputt gemacht. Hurra. Nein. Ja, nein, schlecht. Sprecht mit Jessie. Ich möchte nicht nochmal mit Jessie sprechen. Ich glaube, wir können allerbeste Freunde werden. Aber dieses Spiel ist doof. Zu viele Regeln. Spielen wir ein neues. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe es mir selbst ausgedacht. Das Spiel heißt Jessie Schach. Schlag die Bauern. Oh Mann, ey. Glaubt ihr, ich hätte das gewinnen können, wenn ich gewusst hätte, wie man das spielt? Ist Jessie Schach nicht das lustigste Spiel der Welt? Nachdem wir allerbeste Freunde geworden sind, kann ich euch jetzt ein Geheimnis anvertrauen. Alle meine anderen Freunde sind tot und spielen nicht mehr mit. Aber nicht weiter sagen. Lass uns weiterspielen. Schlage die Bauern und die Läufer. Euch gefällt mein Spiel oder nicht? Bitte gebt zu, dass es euch gefällt. Ich wäre sehr traurig, wenn ihr es nicht mögen würdet, weil ihr alle meine Spielzeuge kaputt macht. Und das tut man seinem allerbesten Freund nicht an. Aber es ist schon okay. Ich habe ja noch mehr. Schlage Jessies Türme. Okay, das ist sehr strange. Liebe allerbeste Freundin, wie würde es euch gefallen, wenn ich all eure Spielzeuge kaputt machen würde und ihr nichts mehr zum Spielen hättet? Schon gut, ich mache nur Spaß. Ich mag es, wenn meine Spielzeuge, wenn mein Spielzeug kaputt ist. Okay. König und Dame besiegen. Gar nicht leichter als das. Da ist ja noch jemand. Ihr seid die allerbeste Freundin, die sich eine Truhe nur wünschen kann. Deshalb möchte ich euch etwas schenken. Mein Haus. Ihr könnt darin schlafen, nach Herzenslust Leute erledigen und Schach spielen. Alles Liebe, Jessie. Darf ich jetzt wieder zurück? Das Abendrothaus. Ihr habt Jessie in seinem irren Schachspiel besiegt. Als Belohnung hat er euch das Abendrothaus hinterlassen. Überlassen. Hurra. Gibt es da drin Loot? Im besten Fall in Form von sehr viel Geld. Ah, hier ist jetzt schon mal offen. Suchen. Ein Spielzeugschwert. Naja, gut. Was haben wir hier? Noch ein Spielzeugschwert. Und nix. Eine wunderschöne Königin. Die Herzkönigin. Die ist ja auch hier nochmal als Figur. Da kam ein bisschen Miete rein. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn hier noch? Dahin?
Oder nicht? Ah, ne, dahin. Dahin? Wohin jetzt? Ah, hier hin. Nicht hier hin? Hier hin. Hä, doch, hier hin. Oder nicht? Hä, bin ich doof? In die Mitte. Ah ja, doch, jetzt hat's geklappt. So, und jetzt... Verrückt. Okay. Das ist überhaupt nicht gruselig oder so. Spielzeugbogen. Hier ist jetzt alles repariert. Und ich bin quasi in einer anderen Welt. Ist das richtig? Und hier liegt noch ein Brief. Unterscheidungsschuss. Okay. Diese Tür ist verschlossen. Abendrothaus. Okay, da könnten wir jetzt rausgehen. Aber ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um kurz noch. Okay, hier ist jetzt quasi alles normal. Pyjama-Mütze. Wie viele Pyjama-Mützen kann man in einem Spiel finden? Eine Kiste. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Dieses Haus macht mich etwas konfus. Adlige Schminke. Mhm. 15 Münzen. Ein Teddybär. Ein Bett. Ein Schachspiel. Ein Parfüm. Schokoladentafel. Okay. Komme ich denn wieder zurück? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Ja, ich käme wieder zurück. Möchte ich, das ist die nächste Frage. Ich gehe jetzt mal hier raus und guck mal, was passiert. Abendrothaus. Geh zum Thronsaal. Nö, alles normal. Aber was bringt mir das? Ach, guck mal hier. Verkaufen. 18.000. Ich will das nicht verkaufen. Ich möchte das nicht verkaufen, aber ich weiß auch nicht, was es mir bringt. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ein sehr merkwürdiges Haus. Ich werde mich eventuell irgendwann anders damit beschäftigen. Wir machen jetzt mal da vorne den Dings auf. Das, nach Dämonentor. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir Geld rankriegen. Weil ich schätze mal, alle guten Taten, die wir jetzt tun werden, werden sehr viel Geld kosten. Da lang. Da ist das Dämonentor. So, jetzt aber. Öffne dich. Hallo. Ah, königliche Hoheit. Yes. Ich bin euer ergebenster Untertan. Vielleicht abgesehen von diesem Andrew, aber ich komme gleich danach. Das Geheimnis, das mir anvertraut wurde, ist bei mir immer noch so sicher wie vor Tausenden von Jahren. Es ist sogar sicherer als damals, weil selbst ich es nicht kenne. Also das ist mir etwas unangenehm. Ich muss gehen. Ich werde mich melden, wenn es mir wieder einfällt. Und hier ist sie, unsere erste Dämonentür. Teiche der Trauer. Interessant. Ja, Spiel, du musst es nicht ständig einblenden. Ich habe schon verstanden, dass unsere Staatskasse sehr leer ist und alle sterben werden. Die Teiche der Trauer. Oh mein Gott. Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste. Und das da ist doch die Statue, wie es beim Dings ist, oder?
Da bei den Aurora. Warum sind die Kontraste so unglaublich hoch? Wow. Yes. Dankeschön, Spiel. Dies ist eine Nachricht, eine sehr wichtige Nachricht. Eine Nachricht, die nur für königliche Augen bestimmt ist. Nein, ich konnte es nicht lesen. Hier kommt sie. Ihr werdet sie gleich lesen. Ich will keine Zeit schinden, ehrlich. Die Nachricht lautet... Oh, seht nur, ich habe keinen Platz mehr. Nur etwas Gold. Ja, ich kann mit nur etwas Gold leben. Weil wir gerade nur etwas Gold benötigen. Von daher ist das schon alles recht so. Wie viel war denn nur etwas Gold? Ich konnte es jetzt gar nicht so genau sehen. Hallo. Muss mal gerade gucken gehen. Ihr habt seit eurem letzten Besuch hier viele Trophäen angesammelt. Und freudig erregt habe ich es war eine Million. Himmel, das könnte man auch falsch verstehen. Es war einfach eine Million. Nein. Jetzt sag nicht, die Millionen reicht nicht. Wir haben eine fucking Million und das reicht immer noch nicht. Wir haben eine Million und es reicht nicht. Okay, Abendrothaus. Wir gehen zurück zum Abendrothaus. Gar kein Problem. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen 6,5 Millionen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wir haben das erste Dingens geöffnet. Das erste Dämonentürchen. Und jetzt gehen wir nach Morningwood und jetzt wird schon wieder dieses böse Ding hier angezeigt. Ach. Wir gehen mal Elliot besuchen. Und zwar hier. Hier gehen wir Elliot besuchen. Wir wollen nach Brightwall und wir wollen Elliot besuchen gehen. Und dann wollen wir uns doch mal darum bemühen, das nächste Dämonentor zu öffnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Dämonentor in Brightwall nämlich. Oh, hallo, it's me. So. Elliot. Nächste Frage wäre natürlich, wenn wir jetzt so ein nettes Kind finden in unserem Haus. Warum knurrt der Hund hier immer? Das verstehe ich nicht so ganz. Also wenn wir jetzt hier ein Kind finden, wird es dann, wie lange dauert es, bis es groß ist? So, das wäre halt die Frage der Fragen. Und hier ist gar keine. Wir gucken mal hier kurz rein in den Schrank. Ein Pyjama. Again ein Pyjama. So. Ach da, guck mal, da steht 19 Uhr. Wir schlafen mal bis Mitternacht. Das ist ja nicht ganz so lange. Müsste da nicht theoretisch Elliot jetzt langsam mal auftauchen? Frechheit. Ist der denn? Ich meine im Ernst, wo ist der denn? Ja, Elliot hat ein Geschenk. Die Frage ist nur, wo ist der? Hat ein Geschenk, ist aber nicht da. Frechheit. Oh. Ach man, blöde Fledermäuse. Weil das eher Krähen sind als Fledermäuse. Ist
Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt erstmal ins Schloss und machen noch die Aufgabe fertig. Willkommen im Unterschlupf. Wir gehen jetzt doch ins Schloss und machen die Aufgabe fertig. Was ist denn hier? Wo ist das? Was ist da? Und überhaupt? Abendrothaus. Ist immer noch ein Schlüssel, der da irgendwo versteckt ist. Schlossbauerstone. Im Schloss sind noch Zwerge. Da sind noch Zwerge versteckt.